Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute ein Spiel vorstellen, was ich zusammen mit einem Zitronenarzt gezockt habe. Und zwar Sam und Dan, Floaty Flatmates. Und wir haben das Spiel so gespielt, wie man es spielen sollte. Denn am besten sollte man nicht im Teamspeak sein oder im Discord-Channel, sondern sollte die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, die das Spiel hergibt. Und da haben wir eben schon gesehen, da gab es eine Dose mit einer Schnur dran oder es gibt ein Telefon. Und diese Sachen schaltet man mit und mit frei und kann die dann auch benutzen. Ist ein klein wenig buggy, aber Leute, das Spiel ist echt kostenlos. Also es kostet nichts, wenn ihr da einfach nur so testen wollt, zocken wollt. Man kann das Spiel aber unterstützen. Das möchte ich euch hier mal zeigen. Ich habe jetzt erstmal diesen Tier 3 gemacht. Sind 3,99 Euro. Ich möchte die Entwickler so wenigstens ein bisschen unterstützen. Und eventuell werde ich das auch noch aufstocken. Ist alles noch möglich. Und ich finde es echt cool gemacht und ja, so sollte auch VR wieder sein. Ist ein Koop-Part drin, sogar ein Versus-Mode, der natürlich jetzt nicht so viel hergibt, aber den kann man sich natürlich auch anschauen. Man kann mit Freunden spielen, aber es gibt auch einen Button, dass man mit random Leute spielen kann. Ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn man den Gegenüber gar nicht kennt und auch nicht weiß, ja, wie der jetzt reagiert. Ich glaube, mit mir und Zitronas hat ganz gut gepasst. Wir wussten ungefähr, was uns erwartet in dem Spiel. Also man ist quasi auf einem riesen Hochhausdach und hat so ein paar Sachen noch am Start und muss dann eine Brücke bauen zum anderen hin. Und ja, damit muss man sich unterstützen, weil das geht alleine gar nicht. Also man findet schon mal Sachen, die der andere gebrauchen kann und andersrum auch. Und ja, so muss man immer wieder miteinander agieren. Man hat hier, wie ihr seht, dieses Telefon, wo man eine Videoübertragung machen kann, aber keine Sprachübertragung hat. Da kann man trotzdem schon mal Sachen zeigen, die der andere dann eventuell brauchen könnte. Und der kann dann irgendwie nicken oder so machen. Also ich finde es echt cool, dieses Miteinanderarbeiten. Dieser Aspekt gefällt mir am besten und echt nettes Game und diese Entwickler sollte man echt unterstützen. Und wer sich das jetzt anschaut, Leute, es gibt ein Easter Egg in dem Game und sucht einfach mal danach. Wir haben es gefunden am Ende. Das wollten wir natürlich jetzt nicht aufnehmen, aber wir haben es gefunden und vielleicht können wir gemeinsam, wenn ihr dieses kleine Easter Egg gefunden habt, danach kommt noch ein Rätsel. Vielleicht können wir gemeinsam dieses Rätsel knacken, wäre natürlich auch cool. Und ja, schaut euch das einfach mal an und ja, wer jetzt keine Leute hat zum Mitspielen oder so weiter, ja, schreibt uns doch einfach an. Im VR-Pack-Discord könnt ihr uns erreichen und findet sich mit Sicherheit jemand, der das auch noch nicht gespielt hat oder nochmal spielen will. Und dann kann man das eventuell auch ja, zusammen zocken. Ich würde auch nochmal bereit sein, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt aber keinen zum Zocken, würde ich das auch nochmal mit demjenigen spielen. Auch wenn ich natürlich dann schon weiß, was man alles machen muss. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. So, Leute, da sind wir. In this game, communication is key. You can only progress by working together. Guck ich mal, wie gut ich mit dem Zitronenarzt zusammenarbeiten kann. Hier ist ein Handy. Da sehe ich eine Videoaufzeichnung. Zitrone! Okay, das funktioniert noch nicht. Wir bauen erstmal die Teile hier auf. Dann können wir immer so Sachen finden. Hier ist mein Hut, weil ich das Spiel unterstützt habe. Da bin ich was. Hallo Zitrone! Hörst du mich? Nein, hier auf dem Display seht ihr, leuchtet immer Mikrofon auf. Ja, er zeigt mir auch, dass wir den Steg da wahrscheinlich bauen müssen. Guck mal, was wir hier haben. Wahlgesänge. Okay. Eine Schallplatte. Hier haben wir ein Fernglas. Kann ich dann eine Zitrone sehen? Oh, ist sehr schwer zu. Da sehe ich eine Zitrone.
Okay, dann wir haben sogar ein Inventar. Packen wir mal da rein. Okay, das ist. Das ist zu. So, mal gucken. Okay. Ah, der hat mir was geschickt. Und ich glaube, ich kann das zusammenbauen und auch benutzen. Guck mal, ich habe hier einen Bogen gefunden. Bei dir liegen Pfeile. Ich sehe im Wasser Pfeile treiben. Er hat's bemerkt. Weil irgendwas müssen wir jetzt damit machen. Ha, ja, cool. Ich sehe, hier blitzt alles rum. Und ich versuche jetzt einfach mal was zu treffen. Nein, ich will den Bogen haben. Ich will den Bogen. So, Legolas 0.1. Los! Jawohl, ich habe sogar getroffen. Wie geil ist das denn? Kann man das benutzen? Nee, ich schicke das dem Zitrone rüber. Und der schickt mir sogar noch mehr Pfeile. Da ist auch noch eins. Den packen wir uns. Och. Ja, ich brauche den Schlüssel. Wie geil ist das denn? Hat ja sogar noch einen Schlüssel für unseren Schrank gefunden. Aber ich versuche trotzdem nochmal da oben was zu kriegen. Man kann eventuell direkt weitermachen. Die Fortbewegung ist ein bisschen blöd. Man muss Touchpad halten und dann so eine Bewegung machen. Wow, ich habe eine Brille. Oh Gott, wie scheiße ist das denn? Nee, die stört. Ich will die Brille nicht. So. Das sieht aus wie ein Dosentelefon, Leute. Ich versuche denen das mal jetzt zu schicken. Da kann man noch einen Deckel wegnehmen. Kannst du mich hören, Zitrone? Hallo? Hallo, Zitronenarzt. Hallo, hallo? Hallo, hörst du mich nicht? Okay. Der hat mir hier noch was geschickt. Ich schicke dir jetzt mal die Dose zurück. Hallo, hörst du mich? Hallo? Kannst du mich hören? Ha, ich höre dich. Hey, hallo. Super. Ja? Ja, hatten wir wohl eine Diode drin, hey, wir kamen nicht durch, ne? Bist du? Ich bin der Tupac. Und ich glaube, dass du der Zitronenarzt bist. Ich bin der Tupac. Ja, ich bin der Zitronenarzt. Und du bist der? Tupac. Hey, der Tupac. Hey, so cool. Ja, wir sind hier... Was machen wir hier? Ja, wir sind hier in einen richtigen Schlamassel geraten, würde ich sagen, ne? Hast du irgendwas gemacht? Ich würde sagen, du hast auf den falschen Knopf gedrückt und hast hier alles überflutet. Ja, ich habe eben den PC neu gestartet und auf einmal war ich hier. Nur ein Neustart von Windows. Das heißt, und ich ziehst du jetzt in den Schlamassel mit rein, ne? Ja, so muss das sein, oder? Hast du den Hai da hinten übrigens gesehen? Welchen Hai? Ach du Scheiße. Ja gut, also du hast uns das hier eingebrockt und du holst uns ja auch wieder raus, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Aber du musst mir dabei helfen. Also gut. Alleine also, kann ich halt nicht schaffen. Brauchen wir noch mehr von diesen... Von den Dingern da, oder? Hör mal. Ja, nein, du hast mir ja eben... Aber
von den Werbetafeln oder so, wo du mich mal noch ein bisschen machst. Okay, ja, aber du hast mir eben Schlüssel gebracht. Ich konnte deinen Schrank öffnen. Ich habe jetzt hier eine Anleitung für ein Safe. Hast du ein Safe auf deiner Seite? Ich habe ein Safe. Dann schicke ich dir die Anleitung mal rüber. Schick mal rüber. Warte, Anleitung kommt. Hui. Ah, noch ein bisschen. Hast du? Ja, ne? Und ich hole jetzt noch ein paar Werbetafeln. Kann ich mir die Dose hier dran machen? Ja, ja, geil. So, dann versuche ich jetzt nochmal zu schießen hier. Was nicht ganz so einfach ist. Da ist noch ein Pfeil im Wasser. Okay, die Physik ist nicht ganz so wie bei Indes, aber... Ah. Wir werden das irgendwie schaffen. Aber der Pfeil ist weg. Wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Okay. Jawohl, da haben wir doch wieder einen. Wow! Ich fliege hier komplett durch mich durch. Da hat er ein Telefon. Hallo? Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, ich höre dich. Leise, aber ich höre dich. Ist sehr leise, also die Dose war besser, glaube ich. Oder kann man... Bei mir ist jetzt gerade momentan die Technik... Boah, ich habe ein Echo drauf. Ein Echo drauf, okay. Ich höre mich selber. Das ist aber komisch, dass du dich selber hörst. Sollen wir mal die Handys tauschen? Vielleicht ist es besser. Wir können die Handys tauschen, ja. Warte. Und los. Ich bin hier am Kurbeln wie ein Verrückter. Hallo, Tupac hier? Kurbeln. Ich bin der Kurbler. Ich höre mich echt doppelt. Das ist so ein Kack. Das ist sehr blöd. War das mit der Dose denn auch? War das mit der Dose auch? Ich bin nicht so aufgefahren, aber die Dose ist jetzt nicht unbedingt so flexibel, ne? Ja, aber ich höre dich besser durch die Dose, muss ich sagen. Ja, ist egal. Ich stecke das jetzt mal in die Hosentasche, ne? Das Handy, ja. Hörst du dich denn jetzt auch noch, oder? Ich die ganze Zeit. Ich höre dich, ja. Du mich auch? Ja, ich höre dich. Ja, ist ja super. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich schreie, aber das ist ziemlich leise. Ach, das ist ja blöd. Wegen der Dose? Ich kann die Dose mal wegschmeißen. Warte mal. So, Dose ist weg. Ja, schmeiß mal die Dose weg. So, Dose ist weg. Hörst du mich noch immer doppelt? Hörst du mich doppelt? Ich höre nur einmal jetzt momentan. Ja, ist auch cool. Zweimal. Ach, du hörst dich selber zweimal. Und das ist eine unheimliche Verzögerung drauf, ne? Das ist... So, also Leute, gucken wir mal, was wir hier sehen. Okay, ich werde jetzt noch ein paar... So, wir müssen noch ein Schild haben. Oh Mann, ich bin aber auch schlecht. Du kannst mich bestimmt mit dem Laserpointer ärgern. Hey! Halt mal dein Handy vor das Gesicht. Ja. Du leuchtest mir. Hör mal, ich brauche noch ein paar Pfeile. Hast du mich gehört? Ich will Pfeile haben. Pfeile, ja. Hier wird auch nichts mehr angeschwemmt. Oh, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht ins Wasser fallen. Na Leute, das Spiel ist echt cool, ist auch umsonst, aber man kann es auch unterstützen. Auf der Steam-Seite. Ja, Tupac erklärt gerade, was das
dass das Spiel ziemlich cool ist und das ist umsonst, hat er gesagt, wenn ich das Spiel auch gehört habe. Und ich habe wieder was getroffen. Und nochmal. Ja, auch noch eine kleine Überraschung für dieses Spiel. Das muss ich da jetzt kriegen, oder? Ich krieg's nicht. So, langsam komme ich näher. Wahrscheinlich werde ich von Info zum Video schon erwähnt haben, aber in wow. Und der gute alte Tupac und ich, wir haben bereits einen Teil des Easter Eggs gefunden und somit die erste Aufgabe gelöst und uns wurde eine zweite Aufgabe zugeteilt. Aber die konnten wir selber noch nicht lösen und wie das aussieht, hat dieses Easter Egg aus diesem Spiel noch kein Mensch gelöst, Leute. Und deshalb wäre das jetzt auch mal an euch, dieses Spiel zu besorgen. Schaut mal, ob ihr hier den ob ihr hier das erste Easter Egg suggeriert findet. Liegt noch was? Auch den zweiten Teil konnten wir bis jetzt noch nicht lösen. Ich hab hier mal einen Pfeil bogen. Ich kann dir mithelfen, Tupac. Hast du einen Bogen gefunden? Cool, aber ich brauche noch Pfeile. Guck mal, das ist jetzt mal hier weniger Lava. Zitrone, ich brauche noch Pfeile. Die kommen. Zitrone, du klingst schon wie Sandora. Zitrone. Jetzt verwechselt er mich. Ich habe viele Pfeile schon im Dings. Ich muss kurbeln, ne? Ja, kurbeln. So, da ist noch eins. Ich will jetzt auch mal ein Schild runterschieben. Dann mach das doch. So. Ja, dann halt dich doch nicht mal auf. Versuch ja auch so, die Welt zu retten. Wir können die Welt nicht mehr retten. Wir sind verloren. Boah. Ich brauch wieder. Nein. Aber was ist denn hier passiert? Also, ich hätte mich das schon interessiert. Jawohl, ich hab auch eins. Cool. Zitrone hat was getroffen. Und ich brauche noch Pfeile. Aber Pfeile sind noch da drin, also kurbeln wir nochmal. So. Lecker Tupac erzählt viel mehr als du hier. Der hat einen richtigen Redefluss. Tupac, wir kommen uns weg, ne? Wir kommen uns näher langsam. Ah, ich wollte schon immer den Zitrone näher kommen. Ne, ich schick dir mal das. Ach, der hat mich schon was rübergeschickt. Nochmal, kannst du mir noch was? Nein! Du brauchst Pfeile, oder? Ja, ich hab dir was geschickt, probier mal. Wenn ich keine Pfeile krieg. Da hängt sogar noch ein Pfeil dran. Also wir müssen da jetzt hinkommen, ich weiß nicht, was das ist, aber wir werden mal rausfinden und ich brauche echt noch Pfeile. Nee, das passt jetzt bei mir nicht. Ja, wir brauchen noch, also das ist ein blaues, oder? Ja. Passt das vielleicht hier, guck mal. Eier drauf. Eier! Oh Gott. Wir brauchen Eier. Eier. Was hast du jetzt gemacht? Ich brauche das Schild wieder, so. Tupac. Nimm dir das mal hier, das passt bei dir. Nee, was? Oh, die Verbindung ist gerade abgebrochen. Oh, der hat's weggeschmissen. Ich glaube, da hinten ist ein Hai mit Laserstrahlen. Guck mal, Leute. Der Laserpointer ist immer noch an. Und der Hai, der macht mir Sorgen. Der Laserpointer, der macht sich ganz gut hier. Ja, ich dachte zuerst, das wäre jetzt ein Hai, der das Laserkanone auf dem Kopf hat. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt. Hör mal, ich krieg das hier nicht gebacken. Hier ist jetzt erstmal noch ein Teil von. Ja, ich versuche auch nochmal was zu kriegen. Da hinten ist noch was. Oh, man kann das echt schlecht abschätzen. Der war gar nicht so verkehrt gerade. Brauche ich wieder? Mal ein bisschen an der Winkel. Oh.
Hast du was? Hast du was? Nee. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Zitrone sagt gerade, dass die Steuerung gewöhnungsbedürftig ist. Finde ich auch. Das Spiel ist für nichts und wieder nichts an Kosten sehr cool. Jawohl, getroffen. Du kannst mir noch ein paar Pfeile einhängen. Ich finde keine mehr. Da hängt doch einer. Du musst einfach mal kurbeln. Jetzt wäre ich fast hier runtergefallen. Ich schicke dir noch mal was. Hinter dir ist ein Schild. Immer besser. Was? Hinter mir ist ein Schild? So, ich versuche jetzt mal so zu treffen. Vielleicht. War gar nicht so schlecht. Ich kann die Pfeile auch einfach zu dir rüber schießen. Genau, in meinen Kopf rein. So, komm, den holen wir uns. Komm. Nee, jawohl! Okay, ich kann dir hier was. Boah, hat der die genau in. Das war doch mal was. Ich hab dir genau da reingeschossen. So. Kommt jetzt wieder was an? So, was können wir jetzt noch machen? Wir können ja, oben das. An, aber. Komm, treff! Doch nützt was. Okay. Ich will noch ein paar Pfeile rum. Ich brauche ziemlich viele Pfeile. Ich treffe das Ding einfach nicht. Ist einfach zu weit weg. Vielleicht kriegen wir aber, dann haben wir da mehr Glück. Du bist so nah und doch so fern. Alter, ich hab geblutet! Ich hab geblutet! Alter! Okay, jetzt sind wir quitt. Oh, genau zwischen die Beine, du. Der. So, Leute, wir gehen jetzt mal da hinten und versuchen mal da die Schilder zu holen, bevor der Zitronenarzt uns wieder abknallt. Das sieht man doch gar nicht, oder? Komm, Legolas! Wo kommen wir denn jetzt weiter? Ach nein! Ich bin so schlecht. Da hinten könnte man. Ah, die Fortbewegung ist echt blöd. Nee, da komme ich nicht ran, aber an das Blaue kommst du noch da drüben, oder? Du müsstest mir noch mal Pfeile rüber schicken. Hier, schieß mich ab. In meine Minifüßchen. In deine Minifüßchen. Guckt mal, Leute, guckt euch mal die Schuhe von dem an. Du hast so Mäusefüßchen. Schuhgröße 4,5. Oder was? Okay. Wir müssen ja. Guck mal, ich hab ein Schild gefunden. Da hinten ist ja noch was. Guck mal, ganz bisschen blau. So. Die Fortbewegung ist ein bisschen weniger. Oh, wie knapp war das? Nein! Also bei Indes hätte ich den schon getroffen. Zitrone, ich brauche unbedingt einen Pfeil. Ja, genau. Also ist immer ein bisschen ver. Keine ja, ich hab noch einen, Du hast aber da ein Schild noch liegen. Kannst du das nicht benutzen? Es sind keine Pfeile mehr. Ach, da guck mal, da hinten stehen noch ein paar. Alter, das ist echt fast unmöglich zu kriegen. Das können wir aber kriegen eigentlich. Oh. Also ich habe hier einen Pfeil und dann hole ich mir jetzt erstmal das Schild. Mit den Pfeilen ist das echt mühsam. Sehr, sehr mühsam. Nein! 2 cm drin. Oh, Pfeilchen, komm. Der hat Pfeile ohne Ende. Noch oben drüber. Ohne Ende Pfeile. Ich hab auch welche. Yeah, Party! So, damit kann ich doch arbeiten. Hoffe ich mal. Guck mal. Da schrecke ich ihn.
Ich will den Mund. Ich will den umarmen. Ah, komm mal her, komm mal her. Oh, das tut gut, in so einer apokalyptischen Welt mal hier so einen Hippie-Freund zu haben. Das Erste, was ich jetzt mache, ist das Telefon wegschmeißen. So, weg damit. Boah, was hast du denn da? Geht das? Ja, geht. Guck mal, Leute. Ja, guck mal, wir können hier was kombinieren. Geil. Oh, was ist da passiert? Guck mal. Da hinten hat es gerade... Okay. Ach, die Scheiße. Guck mal, Pfeile. Einmal Pfeil. Wir brauchen bestimmt Pfeile gleich. Also das ist ein Bogen, den kann ich nicht alleine benutzen. Auf keinen Fall. Hier seht ihr ja meine Hand. Die eine ist grün, orange und jetzt ist es grün und ich kann ihn vernünftig bewegen. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten und ich halte den und du schießt. Wir haben da noch? Nee, da ist alles weg. Also dann halt den aber mal. Okay. Wohin schießen wir? Wohin wollen wir schießen? Ich würde sagen, da hinten, wo es gefunkt hat, ne? Weil das war eben noch nicht. Das ist bestimmt ein Hinweis. Probier mal da drauf zu schießen, wo es funkt. Ich hab den Hut abgesetzt. Ja, den Hut kriegen aber nur Unterstützer. Also komm, lass mich mal eine Runde spannen. Ich halte. Ist aber echt nicht leicht zu halten. Oh, das war ein bisschen hoch. Also ich will das Schild da vorne treffen, damit wir hier den Steg weiterbauen können. Jetzt so. Halt doch mal ruhig. Mein Gott, hast du behaarte Arme, du. Tut mir leid. Jetzt, der trifft. Ja. Aber komm, wir knallen erstmal ein paar Pfeile drauf, oder? Weiter. Jetzt haben wir einmal die... Der trifft auch. Sauber. Jawohl. Und die Magneten jetzt halten alles für uns. Jetzt haben wir den Bogen raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ein Wortspiel hier. Boah, echt. Ich kann nicht mehr halten. Hallo. Ist er schwer? Der ist sehr schwer. Aber der kann was. Ich würde sagen, guck mal, wir haben jetzt 5 Bretter. Ich habe gerade keine Pfeile mehr. Wir bauen. Was aus den Teilen? Hier, nimm mal. Was. Ich bin Bob der Baumeister. Oder Tupac der Baumeister. Guck mal, hier sind jedes Mal noch Pfeile. Die können wir nämlich auch machen. Können wir das schaffen? Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Bob der Meister. Ich singe jetzt Zitrone, der Meister. Du hast es. Hör mal, der Laserstrahl, der wird uns noch umbringen. Dein Laserpoint, der wird uns noch umbringen. Kommen wir da schon rüber? Der zersägt unser Boot gleich. Der soll bloß den Hai irritieren. Der hat den ganzen Hai hier lahmgelegt. Ich vermute, dass wir noch ein Schild mindestens brauchen. Das ist schon blutrot. Komm. Ich halte nochmal, ich bin ja so. Ich vermute, dass du recht hast. Ich bin da so frei. Aber die Sonne geht unter, ne? Sehr sozial. Wir müssen uns langsam beeilen. Also ohne dich wäre ich hier schon gar nicht in der Misere. Ja, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor es dunkel wird. Aber wo sind wir hier überhaupt? Nicht. Oh, nee, ich wollte dir den jetzt nicht aus der Hand reißen. In welcher Stadt sind wir hier? Ich glaube, wir sind in deinen innersten Gedanken. Oh, da sieht es aber echt finster aus. Der trifft. Oh, der war knapp. Der war echt knapp. Der war gut. Da genau in die Leere. Der war gut, aber da fehlt schon einer. Leider. Jetzt zittert doch nicht so. So kann doch kein Schwein treffen. Da ist die Wife schuld. Jawohl. So ein. So, ich will den Partyhut. Ich nehme den Bogen mit. Können wir rüber? Yeah. Sollen wir probieren? Probier mal. Ja, wir können rüber. Und guckt euch doch mal die süßen Schuhe an. Guck mal die süßen Schuhe an. Zeig mir mal deine süßen Füßchen. Ja, komm, guck mal, hast du Flipflops? Du hast Flipflops an, du Hippie. Und du hast was so. Was hab ich denn an? Ich ja, so kleine Lederschuhchen, glaube ich. Oh, guck mal, wie süß. Oh. Ich hab dir dein Handy weggenommen. Boah, du Dieb. Und du hast voll die komischen, behaarten. Da Alter, hatte die komischen Arme. Voll behaart. Jetzt,
Jetzt start mal den Motor. Ich probiere. Unser Boden ist weg. Blubbert. Können wir steuern? Ich führe uns zum... Was machst du da? Ich führe uns zum Horizont. Noch viel weiter. Du siehst aus, als hättest du einen epileptischen Anfall. Ja, du zitterst auch und du hast einen Pfeil im Bauch. Komm, ich zieh mal den Pfeil raus. Boah, guck mal, das ist ein Hall. Ey, ja, Hall ist voll der Pulle. Guck mal, das ist ein CDs. Da ist noch ein Schild. Komm mal wieder hier schön zurück. This billboard could be yours. Donate. Guck mal hier, auf diesem Schild kannst du, wenn du $25 spendest, dann wirst du hier erscheinen. Das ist ja cool. Ich habe aber leider nur. Könnte man sagen, morgen hier lesen, Tupac und Zitronenarzt, wenn wir schon. The party! Das ist cool. So, wohin geht's überhaupt? Ich kann nicht steuern. Ja, du hast den gerade im Bauch stecken. Aber man kann auf jeden Fall nicht steuern. Also. Fällst gleich aus dem Boot raus, ich merke das schon. Tanz, kleiner Zitronenarzt, Tanz. Guck mal, hier hat jemand dein Hippie-T-Shirt auf dem Plakat gedruckt. Habe ich das T-Shirt an? Ich sehe mein T-Shirt ja nicht. Ja, du hast so einen Business-Anzug an. Ja, so an. Ungefähr. Ja, ich bin jetzt auch voll Business hier. Business. Business. Ich glaube, ich spende. Ich will auf so ein Plakat landen. Ich habe schon gespendet. Netherlands Film Academy. Guck mal, hier ist ein Wasserspender. Was steht denn hier? Congratulations. Congratulations. You made it to the end of the game. You made it to the end. Yeah. We didn't think you would make. Wir hätten nicht dran geglaubt, dass du das schaffst. Also wir haben uns eine Belohnung verdient. Guck mal hier, du sollst den roten Knopf drücken. Ja. Als Belohnung, ne? Erstmal High Five. High Five. Guck mal her, High Five. Warte. Paff. High Five. Yeah, ich hab das Hütchen. Was liegt da noch was? Guck okay, mal. Wow, du hast mich gerade weg. Okay. Ich fliege. Wow, Leute, das ist cool. Das kann man ja alles erkunden. Und hier liegt irgendwo ein Easter Egg. Das gilt's zu finden. Das wäre schon cool auf so einer Werbetafel. Tupac, bleib mal stehen. Ja. Wo bist denn du? Hier, hinter dir. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Hallo. Ich sehe dich nicht. Hä? So, wir sollten uns auf Monkey Island. Wir sollten uns verabschieden. Ja. Wir haben es geschafft. War ein cooles Game, oder? Also, besonders ich dieser Aspekt. Mehr. Das ist schön. Besonders dieser Aspekt, ja, also zusammenzuarbeiten. Zusammenzuarbeiten. Ja, absolut. Was für ein Deutsch. Hat mir Spaß gemacht. Sowas sollte es öfter geben. Oh. Komm mir nicht so nah, du. Ich backe gerade so ein bisschen rum. Ich bin einmal durch dich durchgeglitscht. So. Ja, dann mache ich halt auch mal. Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich echt über einen Like-Button freuen. Ein Abo natürlich wäre auch echt nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und schaut doch einfach mal beim Zitronenarzt auf dem Kanal. Bis dann. Ciao.